Hey ho, hier ist wieder der Highlight Talk mit dem Let's Play zu Ark Survival Evolved mit dem Obi. Hi. Und dem Xa. Moin. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso sind die auf dem Quetzal? Ja, wir haben einen hohen Quetzal gesichtet. Sind jetzt gerade auf der Suche nach ihm. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir ihn nicht runtergeschossen kriegen. Lebendig runtergeschossen kriegen. Och, das hat die letzten Male ja auch wunderbar geklappt. Ja, da denke ich mal. Also da sollte ja ein 116er mehr als genug Leben haben. Ja, das stimmt auch wieder. Nur mal gucken, wo wir ihn runtergeschossen kriegen. Also wenn ich wetten dürfte, würde ich ja fast wieder behaupten, er kommt genau da runter, wo die letzten beiden auch schon abgestürzt sind. Ja. Merkwürdigerweise stürzen sie da eigentlich alle ab. So, dann schauen wir mal. Irgendwie hier ist er immer um den Gipfel rumgekreist. Jetzt da, wo hin ist. Keine Ahnung. Ja, die sind ja fix unterwegs, auch wenn das gar nicht so wirkt bei den großen Viechern. Aber die fliegen eigentlich meistens gleichmäßig die Runde. Also die kommen immer wieder an denselben Stellen vorbei. Ja, mir ist aufgefallen, das Bewegungsmuster ist wie eine 8. Aber das ist mir bei Landtinus aufgefallen. Hinter uns 116. Ja, das könnte ja sein. Ja, perfekt. So, aber dann wartet kurz, bevor er drauf schießt. Dann lade ich noch eben Stamina auf. Ah, lade auf. Komm schon! Also. Oh, und hab die fast. Schön in den Hintern. Wo ja, sonst hin? Kennst mich doch! Ganz schön fix unterwegs. Auf genau diesen selben Berg zu über beim letzten Mal. Oder bei den letzten Malen. Sag mal. Ah, verdammt. Warum geht der mit dem Flügel auch noch runter? Zwischendurch verzieht die Waffe ganz schön böse nach oben. Er ist ja genau zusammengezuckt, wo ich abgedrückt habe und hat sie aus meinem Zielbereich entfernt. Ich finde diese Anzeige immer so schön, dass die Pfeile ja eigentlich komplett daneben fliegen. Ja. Nee. Ich kann entkommen. Haken schlagen kann er. Oh ja, aber vom Pfeil. Aber ein schönes Grün. Ja, schön. Huch, ja. Black. Sagen, gehen jetzt. Hallo? Also, kann der sich auch entscheiden hier? Nein! Nee, der ist im vollen Fluchtmodus.
Das ist jetzt ein Scherz, ne? Ich habe auf den Hintern geschossen, dann dreht er sich zur Seite weg und weil der Pfeil noch im Flug ist, trifft er einen Flügel. Wenn er hier runterkäme, dann wäre es wie immer. Ein bisschen mehr. Also wenn er jetzt wirklich genau hier runterkommt, plumpst er, glaube ich, unten in den Fluss. Ja, die Ah, haben das wäre natürlich insgesamt, schlecht. irgendwie haben die insgesamt die Angewohnheit, immer zur Mitte der Insel zu fliegen. Früher oder später zumindest, ja. Genau, in dem Moment ein Stückchen weggedreht. Echt, ey. Volle den Würzel. Die da hinten reinstecken. Hallo. Hey, hallo? Geht's noch? Irgendwie ist der Zeig dich mal. Oh, wir dürfen nur hoffen, dass er nicht ins Wasser fällt. Das wäre sehr schade. Das, wenn die so über dem Wasser kreisen. Also wenn das wirklich gerade jetzt weiterfliegt, haben wir vielleicht Glück und bleibt da am Platoon-Bike hängen. So viel dazu. Ja, auch sehr schön gewesen. Genau, oh, er reduziert runter, freiwillig die Höhe. Ja, damit wir besser in den Bauch schießen können. Oder er hat nicht Lust, so weit runterzufallen. Und natürlich auch haben. So, irgendwie mag er es hier über den Fluss. Vielleicht will er uns auch ärgern und hofft, dass wir nicht mehr auf ihn schießen, wenn er über den Fluss fliegt. Natürlich auch sein. Genau in die Richtung weiterfliegen, dann fällt es bei uns genau in den CBS rein. Ich glaube, den Gefallen tut er uns nicht. Ärger war mal lustig. Schade, keine. Oh nö. Oh nö. Wo landet er? Ach, auch könnte gerade noch reichen. Nein, nein, nein. Oh Mann, ob das jetzt noch falsch angeht? Nein. Oh. Muss auf seine Oxygen gucken. Nein, geht nicht runter. Ja. Perfekt. Dann sollten wir aber da noch ein kleines Feuerzentrum rumbauen, nicht dass hier noch ein Piranha ankommt. Na ja, gut, ich geh. Da hinten ist ein Spino. Was hat denn der von Level? 120! Nein! Oh. Wollen wir den daneben legen? Komm, den legen wir jetzt daneben, hüpft drauf. Achso, Moment. Absteigen, ja? Komm rauf. Ja, soll ich hier bleiben und aufpassen, dass der hier nicht aufwacht in der Zeit, oder? Willst du schießen? Ja, kann ich machen.
Ich würde zwar gerne drauf schießen, aber. Ja, wir können noch die Plätze tauschen, wenn du willst. Ja, ne, wird schon. Ne, ich meine alle. Achso. Meinst du, er trifft uns hier? Ich glaube, wir sind ein bisschen zu niedrig, ne? Weiß nicht. Ja, lass uns Plätze tauschen, aber ich hänge mich dann drunter. Das ist doch einfacher bei dem, oder nicht? Nö, nö, oben draufstehen geht wunderbar. Beziehungsweise Obi könnte eigentlich auch absteigen und draufstehen. Ja, warte kurz, ich wechsle mit Alai die Plätze. Okay. Weil das ist doch besser für seine Aufnahme. Ich, wo ist der Quetzi? Warte. Bei Alai. Weil ich gehe dann. Wir haben Glück, er scheint in so flachem Wasser zu liegen. Dass die Piranhas nicht rankommen. Dass die Piranhas nicht reinkommen, ja. Achso, warte mal kurz, ich leg noch Kippe rein. Ja, aber ich meine, nur mit dem drunterhängen müsste ich doch sogar noch eine bessere Schussmöglichkeit haben. Nö, komm mal hoch. Wenn du nämlich jetzt, ja genau, ich flieg mal eben. Wenn jetzt hier überhaupt. Wahrscheinlich weiter geradeaus. Weil wenn du da genau über ihm parkst, mehr oder weniger. Also etwa so. Irgendwas spielt er noch. Dann nämlich einfach runterschießen und er bleibt unten stehen und guckt blöd hoch. Weil einer muss dann ja eh gleich nochmal zurück zur Basis, ne? Jupp. Wie schön, dass wir Agentavis Kibbel auch schon gekocht haben. Beziehungsweise. Oh, der war auch noch hier. Mann, oh Mann, was ist denn heute los? Ja, die wissen, wir haben keine Zeit. Scheiße. Ist, was bleibt da genau unter uns stehen und wir können den Bau schießen. Der Part. Hey, bleib hier du, Nase. Oh man, haben wir ein Glück. Oh man, also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Nee, ich meinte bei mir hier, der Piranha war am Quetzi, aber er hat ihn nicht angegriffen. Nee, das ist es ja, die kommen in dem flachen Wasser, können die anscheinend nicht mehr angreifen. Da, der eine schwamm auch direkt daneben und hat nichts gemacht. Na, ich habe ihn kurz weggelockt und umgehauen, weil der Quetzi hatte ja 99,9%. Nicht wieder ins Wasser. Ah, oh, das war noch mal ein Raptor. Und Licht. Ich hoffe nur, dass wir gleichzeitig getroffen haben. Ja, es war eigentlich gleichzeitig der Schuss. So, bleibst du hier, Alter, und ich gehe kurz zur Base zurück und komme mit. Ja, ich könnte nur noch ein paar Narcotics gebrauchen. Achso. Ja, warte, okay. Ich hab noch dabei. Ich hab auch noch, warte, ich leg die dir eben in Spino rein. So, das sollte erstmal reichen. Ich bring dann gleich noch ein bisschen mehr mit. Bringst du auch ein bisschen normale Munition für die Longneck mit? Jo, klar, kann ich machen. Soll ich sonst noch irgendwas mitbringen? Am besten was zum Reiten. Stimmt. Weil ich glaube nicht, dass wir hier mit Quetzi jetzt hier groß verteidigen wollen. Ja, was zum Reiten wäre eine gute Idee und Munition wäre ich auch definitiv nicht abgeneigt, weil da hinten rennt ein Kano rum. Zum Glück wird er gerade in die Gegenrichtung gezogen. Ja, ich bring gleich ein bisschen.
Ja, das ist nun mal die Fressmeile hier, ne? Hier wird gefressen und ja. Unter Einsatz des Lebens betäubt. Ja, aber wie können wir jetzt mit so viel unverschämtem Glück hier sein, dass der Quetzi noch nicht mal ertrinkt? Ja, das ist halber Meter weiter drin und der hätte ein Problem. Also, schade, dass das Spino nicht eine schöne Färbung hat, aber bei dem... Also, ganz ehrlich, ich würde den definitiv, wenn der perfekt jetzt durchgetamt wird, zur Züchtung benutzen. Ja, das auf jeden. Aber die Färbung hätte nach meinem Geschmack ein bisschen anders sein können. Ja, aber ich finde die Färbung gar nicht mal so schlecht. Ja, stimmt. Also, es hätte schon schlimmer sein können. Was ist es eigentlich? Das es ist männlich. Ah, dann hat Genie einen neuen Partner. Männlich Level 120. Hammerhart. Was hat der für Damage-Wert momentan schon? 185%. Jetzt schon 185? Ja. 3220 Alter. Leben, 945 Stamina, 504 Tragegewicht. 3000 Leben nur? Ja, ich denke, der wird sicher noch 2000 draufkriegen. Ja, wollen wir mal hoffen, weil das ist schon recht wenig für 120er. Ja, dann müssen wir uns jetzt gleich nur noch drum schlagen, wer denn dann am Ende bekommt. Also mir ist es relativ. Ich hab meine, ich möchte nur ein Ei haben. Also ich hab noch ein Spino, aber bei dem 120er würde ich auf gar keinen Fall Nö sagen. Ja, dann nimm du ihn erstmal und ich nehme auch ein Ei. Jo, das lass dich einrichten. Da tausche ich dann den, den ich jetzt hab, quasi gegen eine Nachzucht. Weil die dürfte ja doch ein bisschen höher sein dann. Auf jeden. Ja, erst recht, wenn du sie mit Genie passt. Ja. Aber Genie ist ja schon eine Nachzucht. Mit perfekten Werten. Mann, 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 Mann. So viel Glück hatte ich jetzt echt noch nie. Und wenn du jetzt noch ein Stückchen weiter Richtung Amazon-Basis gehst und du noch 120er Biber findest, dann schlage ich dich. Nein, nein, das feiere ich dann spätestens, weil am besten noch ein Weibchen, glaube ich, ne? Nee, Männchen. Definitiv Männchen. Wir haben drei Weibchen. Nee, dann war es so rum. Deswegen fragte ich, war das so fragend gesagt. Ja, dann halt, ne? Genau das passende Gegenstück. Dann haben wir den 116er Biber. Was? Ein 120er? Das Vino braucht eine 27 Kippe? Ja. Ja, was? Ich sag jetzt nicht, dass ich gerade einen 112er Kompi töte, ne? Egal. Kompi ist Kompi. Das ist unwichtig. Aber wenn Zahl da hinten jetzt noch ein 116, 120er Biber findet, dann hole ich mir auch noch den 120er Affen. Ist heute der Tag der plus 100 Tiere. Ja, Tag der 100. Aber wenn man bedenkt, wie viele Leute gerade auf dem Server sind, ist es ein Wunder, dass wir die beiden hier abgreifen können. Ne, die sind mit was anderem beschäftigt. Genau, die sind mit was anderem beschäftigt. Wir müssen öfters Events machen. Oh, Terrorboard jagt Para. Aber zum Glück auch ein ganzes Stück weg und der Para rennt wieder in die Felswand. Wobei, um Terrorbird mache ich mir jetzt echt keine Sorgen. Ja. Die halten ja glücklicherweise nicht allzu viel aus. Ja. Wenn ich mir denke, das eine war ein 120er, ich stand mit der Flakrüstung vor dem und der hat noch nicht mal groß Lebensdamage gemacht. Das tat ja schon weh in der Seele. Ja, dafür sind die Biber echt krass drauf, weil die direkt auf die Rüstung gehen. Ja, und auch so ganz gut Damage austeilen. Das auch noch, ja.
Es ist Chili. Willst du auch noch mal gucken, was hier liegt? Ja, der hat sicherlich noch nie ein Querzahl so nahe gesehen. Wow, kein Wunder bei Level 4. Babykröte. Unverschämtes Glück. Well, dann ist ja meine Sammlung mit 120er Dinos ja jetzt ziemlich voll. 120er Kano, 120er Rexe, 120er Spino. Ne, der Rex, Quatsch, der Kano war nur 116. Bleibt da oben. Was? T-Rex. Aber ich bin auch gleich da. Beschützen Spino unter Einsatz seines Lebens. Ja, lass dich notfalls fressen. Er ist scheinbar wieder in den Wald abgedreht, aber es gefällt mir gar nicht, dass er da oben an der Kante rumturnt. 7500 Leben, meine Fresse. Ne, der hängt hinterm Felsen fest, der kämpft gerade gegen irgendwas. Ich sag mal so, wenn der Quetzi hier nur noch einen kleinen Ticken den Roll auf Gewicht kriegt, ne? Hat er Dann. schon nach dem 10 über 1000. Cool. Er hat nämlich 984 Gewicht. Cool. Du hast ja gerade nichts Gefährliches in der Nähe, Obi, oder? Nö, nö, kannst ruhig zuallererst mal rüber. Oh mein Gott! Rein technisch gesehen hättest du einen zweiten Kanu noch in den Prallen mitnehmen können. Och, ich habe jetzt einen Kanu und eine Katze dabei, also. Ach so. Daher. Siehst du den Felsen da oben? Genau Was für einen dahinter ist er großen? umgeturnt. Ja, dann gucke ich da gleich mal hoch. Ich lade dir noch kurz die Katze ab. Stelle ich dir hier hin. Stell sie aber mal auf passiv, nicht dass sie reinbeißt, falls doch was ankommen sollte. Hast du Kibbel mit? Ach ja, Obwohl, kümmere Kibbel. dich erst um den Rex. Ja, solange da oben noch rumturnt, das ist egal. So. Fertig dazu. Ach ja, und ich leg dir auch noch Munition rein. Ja, das ist gut. Dann kann ich mich wenigstens auf ein paar Meter mehr Entfernung wehren. Dann. Obi rüber. Flüssig aus, wie so eine Gans, die aus dem Wasser guckt mit dem Schnabel, wenn er frisst. Ich lasse dir hier den Berzi stehen. Achso, du willst den Kanu mitnehmen oder was? Und ich gehe jetzt mit dem Kanu hoch und möbel den Rucksack. Legt ihr in den. Es geht am besten hier an der Seite. Ich hatte mich gerade nur an dem Bügel festgewagt. So, war noch ein bisschen Dankeschön. Schuss. Dann gehe ich jetzt mal Rex möbeln. Beziehungsweise könntest du den Querzieher eigentlich auch direkt reinstellen und auf die Plattform stellen. Da hast du, glaube ich, den besten Überblick. Einstellen? Ach, du meinst neben dem Vogel oder was? Oder auf dem Vogel? Nee, nee, neben den Vogel. Und dann einfach als Ausguck-Plattform nutzen. Ja. Okay, wir müssten beide rund 60 Pfeile auf den drauf geschossen haben, auf den hier. Auf den, Echt nee, so viele? weniger. Ich muss ja bedenken, ich habe ja noch auf den Kano geschossen. Auf den Spino. Aber der Aber hat mich Quetzi überrascht, dass dürfte. der so schnell umkippt. Ja. Also, so viel haben wir da ja wirklich nicht drauf geschossen. Also ich denke mal, der Quetzal, der dürfte 40 Pfeile von uns beiden jeweils gefressen haben. Ja. Ich habe nämlich noch genau für. Ich hatte 40 verschossen. Wenn jeder getroffen hat, dann ja. Mal kurz gucken. Ich habe ganze 5.
15 Pfeile habe ich drauf geschossen. Auf den Sveno jetzt. Ja, das haut dann hin okay. Mit dem. Ungefähr ein paar weniger habe ich drauf geschossen, weil er bei mir, da konnten wir nicht beide gleichzeitig drauf schießen. Ich hätte den links getroffen, den Flügel. Oder dich. Nee, wäre beides nicht meine erste Wahl gewesen. Irgendwie. Ist er in den Wald abgehauen? Also ich sehe jetzt zumindest nicht, keine Ahnung, wo der hin ist. Ne, dann ist er in Richtung Wald rein. Oder er hat verloren. Weil der hat gegen irgendwas gekämpft, als er hinter dem Felsen war, der hier vorne ist, der so überragt. Das Einzige, was hier aber rumrennt, ist ein Fiomia. Ich glaube nicht, dass der gegen einen Rex kämpft und dann auch noch gewinnt. Ne, dann hat er irgendwas angeschlagen, was ihn rausgezogen hat. Ja, aber hier liegen so viele Steine rum, hier soll er sich eigentlich bei jedem zweiten Schritt irgendwo festpacken. Ja, der war auch ziemlich am Hin- und Herwackeln. Seltsam. Also einen Sattel habe ich nicht drauf gesehen, deswegen... Naja, dann komme ich wieder runter. Soll der dann doch nochmal ankommen. Obwohl, hier ist noch eine Schildkröte mit Level... 16, wow. Ach, die wird auch nicht gewonnen haben. Ja, und wahrscheinlich, na gut, außer es war vielleicht ein Level 8 oder so. Ach nee, der ist schon unten, der Rex. Kano rennt da auch noch rum. Was? Ein Kano habe ich auch schon entfernt. Und ein Raptor. Hey. Geh hier unten mal aufräumen. Ach, da hinten? Mhm. Ah. Ja, dann hat er doch ein ganz gutes Stück geschafft. Ey, ihr rennt hier viel Gemüse rum. Aber mal schauen. Ein Level. Oh, tot. Gegen die Humor wird uns verloren. Level tot. Ja. Level tot. Ja, und bald hat auch dieses elendige Schnaube und ähnliches ein Ende. So, aber von da hinten haben wir jetzt eine ziemlich gute Sicherung. Da rennen vier Trampeltiere, Stegos und weiß der Geier noch was rum. Also in dem das vorbeikommt. Nächste Woche bin ich leider zu viel unterwegs. Da klappt das Ganze noch nicht, aber da werde ich auch nicht groß aufnehmen. Aber in der Woche darauf kriege ich neues Sound-Equipment. Und dann hängt meine Nase, beziehungsweise dann hängt das Mikro endlich nicht mehr direkt unter der Nase. Also hört ihr auch nicht mehr jedes Ein- und Ausatmen. Ne, und der letzte Schuss muss parallel gekommen sein, 99,4 Effizienz. Ja. Da kann man jetzt mit Fug und Recht behaupten, der Querzi hat uns zum 120er Vino geführt. Das war Ablenkungstaktik. Also er meinte, dass wir von ihm ablassen, wenn wir den Vino sehen. Ja, der hat gehofft, wir konzentrieren uns früh genug auf den anderen. Aber dumm gelaufen. Wenn wir erstmal auf etwas angesetzt sind, lassen wir uns nicht mehr so leicht ablenken. Wird es auch eingepackt. Bist du noch beim Spino? Ja. Irgendwie hatte ich da was Kanomäßiges zwischen uns beiden gesehen. Aber das ist jetzt ein Felsen im Weg. Das war dann Xa. Falls nee, du ja, deine ja. Richtung meinst. Ja, weil ich hatte eben schon einen weggefrühstückt. Deswegen. Weil genau zwischen uns dürfte jetzt eigentlich nichts mehr groß sein. Okay. So weit bist du ja nicht weg.
Nö, ich kann auch nicht durch das Fernglas sehen. Das war dann Xa. Ich kann jetzt aus Sicherheit nochmal gucken. Ja, aber seht ihr, passt doch. War gut, dass ich den Anfang mit dem Hinfliegen aufgenommen habe. Weil wir sind jetzt bei 30 Minuten. Oh, perfekt. Und was aus unseren beiden Zöglingen wird, das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Mal schauen, ob noch was dazwischen kommt, dann wird es unter Umständen nochmal eine Aufnahme geben. Aber ansonsten werde ich denen in der nächsten Folge dann zeigen, wie sie bei uns in der Basis stehen. Ja, dann hoffen wir, es hat euch gefallen und schaltet wieder rein, wenn es wieder heißt, wir spielen Ark. Ciao! Ciao!